Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge LS17 in Golden State. Und in der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen ein kleines Chaos angerichtet. Und da ist schon wieder jemand mit durchdrehenden Reifen. Ein kleines Chaos angerichtet mit unserer neuen Ballenpress-Wickelmaschine gedöns. Und haben festgestellt, dass es nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Beziehungsweise irgendwie bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wie es funktionieren soll. Kann ich hier auch noch was aufklappen? Oh, pass mal auf, hier können wir auch noch was aufklappen. Aber hier ist nur Auswechselgedöns. Also da gibt es nichts zum... Wo ist eigentlich dieser Leiter? Ausklappen? Wo ist eigentlich dieser Monitor, den es hier geben soll? Den ich doch eigentlich auch mitgemietet habe. Der muss mir doch ein bisschen was anzeigen, was da so los ist, oder? Ach, das ist da oben der Monitor, oder was? Kann ich hier dran irgendwas bewegen? Nee, ne? Muss ich hier irgendwas machen? Nee, ich wollte doch sagen, die sind doch alle... Diese ganzen Knöpfe, die man hier so hat, sind doch eigentlich immer nur alles Deko. Muss ich Strom irgendwo anschalten oder so? Das ist sehr, sehr skurril. Pass mal auf, ich habe da oben ja noch mal... Ich will mal ganz kurz hier reingucken. Komischerweise konnten die bei ihren Bildern die Maschine auseinanderklappen, ohne dass da ein Traktor vorhängt. Ah ne, doch nicht da. Da haben sie auch einen davor gemacht. Da war die Miezekatze. Miezekatze! Miezekatze! Oh, jetzt hat der Akkustar schon wieder durchdrehende Reifen. Was ist denn da los die ganze Zeit? Das wird er noch ein paar Mal hier haben, ne? So wie das hier gerade aussieht. Der wird mir noch ein paar Mal, einige Male hier im Wald hängen bleiben. Wir hatten diesen Kurs eingestellt, das gibt's doch gar nicht. So, kommen wir jetzt da dran vorbei. Ja, bitte, danke. Können wir da noch ein paar Mal hängen bleiben oder wie sieht das aus? Wieso ist denn da überhaupt dieser Wald so krass drinne? Ganz schlimm. Okay, hier müssen wir wieder drauf, ne? Alles klar. Das ist der aktuelle und dann gucken wir da mal weiter. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, diese ganze Geschichte, ne? Mit dem Kollegen hier. Achso, der ist auch gar nicht an. Den schmeißen wir mal an. Eine komplette Anleitung ist in Spielhilfe verfügbar. Spielhilfe ist doch hier. Das Ding ist doch Spielhilfe, oder? Bauernhofgrundlagen, erweiterte Kenntnisse, Tiere, Forstwirtschaft, Schweine, Geld verdienen, Händler, diverses, Mods, okay. Ah, geil! Oh, das ist ja geil. Die haben hier so eine ganze Seite eingefügt. Das ist ja cool. Genau. Bla bla bla. Mist kann für die bessere gepresst und gewickelt werden. Okay. Alle Wickelballen haben später einen höheren Verkaufswert. Technische Datenabmessung. Alles klar. Benutzung. Traktor und Presse auf ebenen Terrain abstellen und leicht schräg nach links stellen. Die Maschine in Arbeitsposition mit X bringen. Zur Maschine gehen. Rechte Klappe mit N öffnen, um an die Steuerung zu gelangen. Stütze mit Y senken und Maschine in Arbeitsstellung bringen. Mit B zum Schluss Ballenrutsche mit X senken. Was? Arbeitsstellung bringen mit B? Okay. Und genau. Nun kannst du in den Trecker wechseln und die Maschine mit B einschalten. Mit Y kannst du den Wickelvorgang... Ach, ich kann die mit B einschalten? Zuerst Ballenablage senken. Okay. Die habe ich ja wieder hochgeklappt. Zuerst Ballenablage senken. Ach, lol. Wo war denn das? Da oben war das. Und jetzt wird das hier alles zusammengepresselt, ne? Können wir uns das mal ein bisschen angucken? Das ist ja witzig.
Das ist ja witzig. Leckt wie Sau. Leckt echt wie Sau gerade. Also die Maschine, die hat es echt in sich. Aber cool, dass sie da eine eigene Anleitung für gemacht haben. Das finde ich echt nice. Was ist das jetzt hier? Geht das die ganze Zeit jetzt so? Nee, das ist der letzte gewesen. Okay. Dann können wir den jetzt hier wieder draufstellen und tschüss. Und der 8340 hat wieder seine Aufgabe erledigt. Ja, cool. Dann haben wir jetzt hier Strohballen. Gewickelte Strohballen? Alter, leckt die Maschine des Todes, ey. Was sind das denn für Ballen jetzt? Öffnen und verteilen, einsteigen. Es ist tatsächlich Stroh. Und guck, dafür würde ich 320 bekommen. Das ist ja cool. Und da würden wir jetzt hier ordentlich Strohballen produzieren, sozusagen. Das ist ja witzig. Das ist echt wirklich gemacht. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten, muss man sagen, ist das sehr, sehr nett. Kann er denn auch... Aber zum Silieren braucht man dann wieder was Eigenes, ne? So, Siliermittel. Du musst die Maschine mit Netz, Wickelfolie und Silimeter auf, welches im Shop gekauft werden kann. Netz und Wickelfolie ist unabdingbar. Silier ist freiwillig, aber ist aber nützlich für bessere Gärung von Gras und Häckselgut. Die Produkte können separat erworben werden. Paletten mit Nachfüllprodukten können nach und nach mit Taste R nachgerüstet werden. Okay, sehr schön. Andere Funktionen. Und Wood. Dieser Mod verfügt zwei nützliche Dinge, fügt zwei nützliche Dinge hinzu. Zum Fuß kannst du Informationen über die Ballen um sie herum sehen und mit Taste N kannst du die Ballen abwickeln und das Gut mit der Schaufel etc. aufsammeln. Variable Zuführung. Wiegesystem. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, ne? Das ist echt eine gute Maschine. Wenn sie nicht so lecken würde. Muss man ganz ehrlich sagen. So, was ist jetzt hier hinten los? Ah, das ist der Düngefahrer, der jetzt auch schon wieder fertig ist. Wo haben wir denn für dich noch was zu tun? Hat das hier was gebracht? Oh ja, das ist dunkel geworden. Das ist cool. Das hier hinten ist noch ein dunkles Feld, ne? Das ist noch ein dunkles Feld. Das wird aber wahrscheinlich auch... Da werden wir wahrscheinlich zwei Runden brauchen, bis wir das einmal komplett durch haben. Und das sind auch, da, das ist auch Raps, okay. Dann wollen wir da auf jeden Fall mal hinfahren und uns das anschauen. Zip, auf geht's. Und dann kann er da wieder anfangen, weiter zu düngen, um das Feld anständig zu machen. Aber da werden wir schon ordentlich was zu tun kriegen, wenn es jetzt bald losgeht mit den, wenn es dann bald losgeht mit der ganzen Ernte sozusagen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich die Karte wechsle, weil mir das, also sie leckt mir an vielen Stellen einfach zu sehr. Ne, das Gras ist am Lecken, habe ich ganz stark das Gefühl, das davon rede ich ja die ganze Zeit schon. Gut, jetzt, dass die eine Maschine leckt, das hat jetzt mit der Karte nichts zu tun, definitiv nicht. Da kann die Karte nichts dafür, dass die Maschine so laggy ist. Aber nichtsdestotrotz kommt das halt noch oben on top, ne? Aber wenn man sich jetzt das mal anguckt, ich habe jetzt hier ganz, ganz wenig Wiese in der Nähe und jetzt habe ich wieder 60 FPS. Ja, aber sobald ich dann in die Nähe von der Wiese komme, können wir die FPS wieder vergessen. So, das ist das Feld, was ich haben wollte, ne? Das ist die Nummer 23. Feldrangkurs berechnen. 23 hinzufügen. Dann holen wir uns die 23. Wir sind ja hier im Nordosten. Nordosten, ich würde gerne Richtung Süden fahren. Und da ist dann der Kurs. Wo beginnt das Ganze? Das scheint da hinten loszugehen. Fahr da mal hin. Viel Spaß. Gönn dir. So, der Truck steht da. Sehr schön. Guti, ich würde jetzt sagen, dann will ich das hier mal ein bisschen aufräumen. Das sieht ja aus hier, ne? Dann will ich das hier vorne mal ein bisschen aufräumen. Gerade mit dem, was hier daneben geflogen ist. Das müssen wir mit dem Case machen. Aber erstmal, weil ich habe halt keinen anderen Traktor, der irgendwie einen Ladewagen nehmen kann. Nicht einen Ladewagen. Keinen anderen Traktor, der einen Frontlader nehmen kann. Dann werden wir einfach so, das erstmal nochmal abladen. Dann tauschen wir nämlich einfach durch, dass der Case, der bleibt dann hier. Wird die ganzen Arbeiten hier erledigen und der New Holland, der neue,
Der wird dann zum Einsammeln verdonnert. Wo ist er? Da ist er. Der kriegt dann auch den Kurs jetzt vom Case. Der müsste noch drinne sein. Genau. Und dann fahren wir jetzt den erstmal kurz hoch und dann kann der nämlich anfangen, weiter Stroh einzusammeln. Und dann werden wir hier vorne das Malheur mal ein bisschen aufräumen. Dann holen wir uns nämlich den Frontlader-Aufnahme, eine Schaufel und dann geht das da mal los. Zack, das daran. Sehr schön. Einmal hier an dem Kollegen vorbei. Wir können da durchfahren, da und da durchfahren, ne? Ja, das passt. Ist schon krass, ne? Jetzt haben wir zwar Kühe, aber sind immer noch nicht dazu gekommen, diese irgendwie anständig zu versorgen. Die haben jetzt zwar Stroh, aber noch nichts zu fressen. Hier, guckt, jetzt hat schon wieder, gab es schon wieder so einen Drop. Drop the base. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich werde mal eine andere Map mir mal anschauen. Ich werde sie mir mal antesten. Ich habe da eine im Auge. Das ist eine Texas-Map. Die ist auch ziemlich groß. Groß gefasst. Die will ich mir mal gerne mal anschauen. Und gegebenenfalls werden wir da drauf dann wechseln. Von der Golden State nach Texas. Dann heißt das nämlich nicht mehr. Wie heißt es denn? Dann heißt es nicht mehr Moin Moin, sondern. Ja, ja. Ja. Dann muss ich mir noch einen Spucknapf hier hinstellen, wo ich immer reinspucken kann. Wenn ich dann mit meinen großen Maschinen über die Felder eier. Das wäre dann tatsächlich, glaube ich, auch mal eine Karte, auf der man wirklich mit großen Sachen fahren kann. Also mit richtig großen Sachen. Also richtig großen Sachen. Und keine Probleme hat. Vielleicht. Das werde ich dann mir mal anschauen. Wir werden uns das mal angucken. So, wo sind jetzt die Markierungen? Die sind nicht hier drin, aber dann nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier einfach als. Ach nee, warte mal, das ist der falsche Modus. Das hier wollen wir nämlich haben. Wir wollen nämlich, dass du arbeitest. Du sollst nicht einfach nur so rumfahren. Was ist mit dir jetzt hier los? Warum arbeitest du jetzt gerade nicht? Da ist doch was reingekommen. Oder ist es hier gerade. Ach, geht's aus, weil ich ein anderes Fahrzeug benutzt habe, oder was? Muss ich da die ganze Zeit drin sitzen? Das wäre ja schräg. Oh, der Varro hat schon wieder durchdrehende Reifen. Ich fasse es nicht. Ja, ich komme. Dem haben wir nicht genug Abstand gelassen zum Wenden. Deswegen habe ich diesmal da so viele Probleme mit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso ist denn das noch unten? Das habe ich doch hochgehoben. Das war jetzt aber auch komisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es hochgehoben habe. So, einmal den rein. Tschüss. Weiter geht's. Du bist da am Düngen, das passt. Oh, ich hätte da aussteigen können. Fiel mir gerade auf. So, hier aussteigen, aber. Ich glaube, immer wenn die Maschine einmal leer ist, dann macht das aus, ne? Ja. Naja, das wird schon laufen. Jetzt können wir wenigstens mal vom Feldrand so ein bisschen das Zeug wegholen, was da so noch so rumsteht. Gerade was den Frontlader angeht, da müsste auch noch ein Gewicht rumfliegen, das können wir gebrauchen. Damit wir vorne ein Ausgleichsgewicht haben. Und dann werden wir mal das ganze Stroh, was mir daneben gefallen ist, mal einsammeln und versuchen, in den anderen Kollegen reinzukippen. So, was ist da drin? Genau, da ist ja noch die Klammer. Die Poltergabel sozusagen. Da ist das Gewicht. Die Poltergabel können wir aber auch am Hof dann ablegen. Dass ich nie vernünftig rankomme an die Traktoren, ne? So, zack, das hier einmal. Einmal den Kram. So, dann geht's jetzt auf zum lustigen Schaufeln. Oh, Entschuldigung, ich habe mal ein bisschen die Vorfahrt genommen, es tut mir leid. Ich habe Vorfahrt, ich habe hinten ein großes Gewicht, deswegen habe ich Vorfahrt. Oh, Kühe, guck mal. Oh, Mumus. Sehr schön. Aber sie geben noch keine Milch, weil ich noch kein Gras habe. Und keine Silage und kein gar nichts. Eigentlich habe ich noch gar nichts dafür, die Tiere. Eigentlich hätte ich da erstmal vorsorgen müssen, dass ich das alles habe. Aber andererseits finde ich es auch ganz witzig, dass ich sie jetzt habe, weil jetzt habe ich nämlich wieder ein interessantes neues Ziel. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht mehr lange auf dieser Karte bleiben. Na, ich mache schon mal so, ich bereite euch schon mal ganz soft darauf vor, dass es vielleicht woanders hingehen könnte. Aber immerhin haben wir es mal angetestet. So, ich hoffe auch, dass wenn ich das jetzt hier, dass ich das jetzt hier wegschaufel,
dass ich das in die Maschine reingeschaufelt bekomme. Und jetzt bleibt sie da schön an, ne? Oder was ist hier an? Doch, doch, die Maschine ist an, ne? Ah, guck mal, ich krieg's sogar reingeschaufelt, sehr schön. Das ist gut. Ja, das war einfach dumm von mir, das einfach schon da abzuladen, ohne darauf zu warten, dass das Zeichen kommt, ne? Aber lecken tut die Maschine des Todes, ne? Gerade wenn es so das erste Mal angeht und so weiter. Das ist normal bei Modifikation, bei neuen Maschinen, dass wenn die das erste Mal gestartet werden, dass die halt so ekelhaft am Lecken sind. Glaub nicht, oder? Ich habe das sonst nie gehabt. Sag ich jetzt mal ganz pauschal. Ich glaube, wir müssen aber das alles mal ein bisschen weiter vorziehen. Ansonsten werde ich da niemals an den Haufen rankommen. Oder? Komme ich da so ran? Ach doch, so kommen wir daran. Aber ich muss trotzdem die Maschine vorziehen etwas. Oh cool, das ist jetzt nicht reingegangen in die Maschine. Sehr schön. Und ich brauche halt auch eine Gabel, um die ganzen Ballen hier vorne wegzunehmen, ne? Können wir hinten die Klappe schon wieder hochmachen? Klappe schließen. Nee, doch NT zuklappen, ne? Ballenablage heben. Klappe schließen. Ah, die Stütze müssen wir noch einfahren, ne? Stimmt, die Stütze ist noch nicht eingefahren. Stütze, Stütze, Stütze. Na? Stütze heben. So, jetzt können wir das Ding mal umfahren. Wenn wir den nochmal eingeklappt haben. So, die Klappe kann eigentlich offen bleiben. Das dürfte jetzt nicht so schlimm sein. Oder oben hängt ein Ball, ne? So, jetzt fahren wir den mal hier vorne nochmal hin. Und können den hier jetzt wieder aufklappen, komplett. Jetzt sind wir ein bisschen weg vom Haufen. Und jetzt müsste das auch alles so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Also erstmal die Stütze. Dann die Ballenablage und dann das Gerät an sich. Wo ist der Ballen hin? Ach, da ist er. Vielleicht sind es auch die Ballen, die so ein bisschen leggy-leggy sind. Achso, muss erst aufgeklappt werden. Ja, okay. Sind wir noch nicht in Arbeitsposition? Doch, jetzt ist es in Arbeitsposition. Ach, da ist das Signal dafür, dass es dann an ist. Alles klar. Guti, dann haben wir doch eine ganze Menge geschafft und ich brauche unbedingt irgendwie eine Gabel oder irgendwas, damit ich die ganzen Ballen, die jetzt gerade hier rumfliegen, irgendwie mal weggesammelt bekomme, ne? Dann kriegen wir auch tatsächlich, glaube ich, richtig schnell Gras ran. Also auch Silageballen. Muss man ja mal sagen. Vielleicht ist das Gerät auch tatsächlich etwas für die Erbsdorfer Heide, um halt so ein bisschen nebenbei noch Geld zu pressen sozusagen, weil man dann halt ja was weiß ich, ein Anhänger schickt man voll ins Fahrsilo und ein Anhänger geht in die Ballenpresse sozusagen. Dann geht's halt da ein bisschen voran. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier wieder anständig abkippe in die Maschine rein. Ja, alles klar. Muss es ja so ein bisschen vorsichtig machen. Nicht, dass das... So viel dazu. Ich glaube, das war ein bisschen zu schnell, ne? Also ein Teil ist da reingegangen, aber der andere Teil wollte es irgendwie nicht so sehr... Naja, wie dem auch sei. Wie den auch sei. Zack, das einmal eingesammelt. Und jetzt hier vorne den letzten Rest noch. Ja, ja, schon wieder die Katze überfahren. Aber ich glaube, ich habe da schon wieder einen Haufen hingeworfen, ne? Ey, das ist doch auch scheiße. Bin ich denn... Was war da jetzt der Fehler? War ich zu schnell? Beim Abladen? Bestimmt, ne?
Jetzt muss ich die nochmal wieder umfahren, die Maschine, ne? Damit ich den Haufen wieder wegkriege. Weil so komme ich da ja auch nicht ran, oder? So ein bisschen, aber nicht richtig. Obwohl, ich könnte die auch einfach nur zuklappen. Das müsste auch schon reichen, glaube ich. Na gut, wir werden morgen noch ein bisschen weiter dran rumspielen, glaube ich. Oder in der nächsten Folge. Entschuldigung, ich sage immer noch morgen dazu. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.